Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Tiny Craft Attack 5 und heute bin ich mal an einem ganz anderen Ort und ich habe auch ein bisschen was zu besprechen, deswegen bin ich jetzt auch mal alleine. Außerdem ist kein Wochenende und Dauerzocker könnte eh nicht, weil die Schule ist jetzt auch wieder losgegangen, ne? Also die ganzen letzten Folgen sind ja noch in den Herbstferien entstanden. Quatsch, in den Herbstferien, in den Winterferien, ne? Genau. Also hier Herbstferien und so, so weit sind wir noch nicht zurück hier mit den Folgen. Die kommen ja jetzt erst Mitte, Ende Mai. Ich habe auch heute nochmal gestreamt, da habe ich nämlich ja auch das Ende gesucht. Und ja, ich nehme die aber jetzt halt noch im Mitte Februar auf und deswegen ja nicht wundern, dass das eben jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, der entsprechende Stream, ne? Wenn ihr den auf Twitch sucht. Und am besten guckt gar nicht auf Twitch dieses Projekt, weil das spoilert dann eh nur, ne? So, auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir mal hier, ja, ich hole mir mal noch das Eisen und so weiter und dann möchte ich euch erstmal erklären, was ich jetzt hier überhaupt vorhabe. Ich habe irgendwie heute, als ich angefangen habe zu streamen, schon so gemerkt, dass hier in dem Projekt einfach die Luft raus ist. Wir haben irgendwie hier schon die ganze Zeit, also schon seit das Projekt läuft, immer irgendwelche Sachen angefangen. Und ja, nie zu Ende gebaut, so wirklich. Und ja, das war dann natürlich schon ein bisschen blöd, weil ja, das nimmt mir so ein bisschen die Motivation, muss ich sagen. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, eine Sache möchte ich auf jeden Fall machen und da weiß ich, dass ich sie machen möchte. Und zwar das End endlich mal erkunden. Das wäre mal eine ziemlich coole Sache und deswegen habe ich dann eben hier mich dazu entschieden, das erstmal zu suchen. Und ja, bin dann eben jetzt hier in der Folge und erkunde hier erstmal so ein bisschen das Stronghold und werde auch schon die Enderaugen einsetzen, damit wir das schon mal fertig haben, ne? Und später dann gemeinsam den Enderdrachenkampf machen können, falls da ein Termin zustande kommen sollte, was ich doch mal hoffe. Warum leckt das so? So. Ja. Also mal gucken, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich hier noch machen möchte, bevor das Projekt endet, dass wir da auch so einen schönen Abschluss haben. Aber ja, sonst weiß ich nicht. Bin ich mir in letzter Zeit auch ein bisschen unsicher, wie das hier mit dem Projekt weitergeht. Weil, ja, so viel haben wir irgendwie gar nicht mehr zu tun, muss ich sagen. Ich meine, ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen was aufgeschrieben, was ich noch eigentlich machen wollte, ne? Zum Beispiel halt nochmal Level farmen und so. Ein paar Sachen verzaubern für diesen Enderdrachenkampf eben. Dass wir das an sich nochmal vorbereiten. Aber einige andere Sachen, ja, die sind eben zur Zeit jetzt erstmal, oder ja, da fiel mir gar nicht großartig was ein, weißt du? So, die Stadt weiterbauen, ich weiß nicht, da sind wir jetzt eigentlich auch schon relativ fortgeschritten. Ich meine, ich würde schon mal gern fertigstellen, ne, mit dem Marktplatz und allem drum und dran. Aber, ja, so richtig Bock habe ich da jetzt zurzeit auch nicht drauf. Ja, es kann natürlich auch alles daran liegen, dass ich jetzt wirklich in dieser Winterferienwoche ziemlich viel auch gespielt habe, ne? Also, wenn Dauerzocker online war, wir waren dann immer irgendwie, ja, ziemlich lange in Discord und haben hier gespielt, was von meiner Seite aus auch ein bisschen unvernünftig war, weil, keine Ahnung, wenn ich eben immer so lange zocke und, ja, dann nicht so richtig auf die Zeit achte, dann schaffe ich halt auch nichts anderes, ne? Und, ja, da bin ich dann irgendwie immer ziemlich spät ins Bett, keine Ahnung, und wollte aber am nächsten Früh trotzdem, ja, noch was vom Tag haben und bin, ja, dann eben trotzdem genauso früh aufgestanden wie sonst, und ja, das hat dann schon ein bisschen geschlaucht und ja, war sicher nicht so ganz schlau, aber was soll ich machen, ne? Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mir dadurch eben auch so ein bisschen die Motivation genommen habe an dem Projekt, weil ich eben jetzt hier wirklich viele Spielstunden, sage ich mal, drin habe und ich muss sagen, ich war halt auch oft so unproduktiv. Ich bin halt nicht hier gewesen und habe übelst was geschafft, sondern wenn ich hier auf dem Server war, mit den anderen zusammen, dann bin ich manchmal nur so rumgelaufen und keine Ahnung, habe hier ein bisschen was und da ein bisschen was gemacht, aber nichts Ordentliches so wirklich, ne? Also so richtig vorangetrieben habe ich das jetzt hier nicht und das stört mich halt einfach und deswegen bin ich auch nicht so der Typ, der lange am Stück zocken kann, weil ich einfach irgendwann unproduktiv werde und das eh nichts bringt, ne? Und ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach so. Und ja, ich habe mir jetzt irgendwie auch mittelfristig so ein bisschen die Lust genommen hier an dem Projekt. Und das ist extrem schade, weil ja, ich hätte es jetzt schon gerne noch auch in nächster Zeit ein bisschen gespielt. Aber
Naja, wahrscheinlich ist es jetzt doch mal die bessere Entscheidung, ein bisschen Abstand zu gewinnen und zumindest in den nächsten Wochen weniger aufzunehmen. Deswegen werde ich am Wochenende jetzt auch ja hier nichts machen, sondern ja eher andere Projekte, weil hier muss ich eben gucken, was ich eben noch mache. Und ja, viele Sachen möchte ich hier eigentlich auch im Stream machen, beziehungsweise offscreen für mich alleine und ja, so ein bisschen ein paar Sachen einfach fertigstellen, weißt du, so ein paar Sachen organisieren, die man eben, ja, besser macht, wenn man so für sich ist und ein bisschen sich konzentrieren kann darauf. Das ist halt auch immer so eine Sache, ne, da kann ich irgendwie teilweise besser arbeiten, wenn ich bestimmte Sachen vorhab und ja, deswegen möchte ich das eben so gestalten und ja, ich bin mal gespannt, ob das was wird in nächster Zeit. Das werden wir sehen und ja, ich hoffe mal, dass ich hier das Projekt noch cool machen kann und ein paar Folgen machen möchte oder werde. Ja, an sich habe ich noch Lust drauf, eigentlich das Projekt weiterzuführen. Ich möchte es jetzt nicht einfach so abbrechen oder so. Und wie gesagt, es soll halt auch einen guten Abschluss haben mit diesem Enderdrachen-Event. Das wäre halt schon echt eine nice Sache und ja, versuche ich noch hinzukriegen. Mal schauen, je nachdem und ja, werden wir sehen alles. So, auf jeden Fall, ja, es ist natürlich auch die Frage, macht es überhaupt Sinn, das Projekt noch so lange auf YouTube zu bringen, weil es ja jetzt doch, ja, auch schon wieder ein bisschen älter ist und vielleicht nicht so spannend für euch, weißt du, vielleicht macht es mir Spaß, aber für die Zuschauer denke ich immer, dass es nicht so spannend ist und ja, es ist irgendwie auch so teilweise ein chaotisches Projekt, eben auch durch diese Aternos-Server-Sache und so. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert alles. Es macht zwar schon Spaß so an sich, ja, wenn man eben es nicht übertreibt, so wie ich es jetzt eben auch erklärt habe und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es dann doch immer ein bisschen komisch, auch hier so auf dem Server zu spielen und eben immer dieses Warten müssen und dann, bis man endlich drauf kann und so. Ja, ich weiß nicht, das hat schon seit Anfang an irgendwo gestört. Aber dennoch, ich möchte es halt nicht, ja, jetzt abbrechen, wie gesagt, ne? Und deswegen bin ich da eben noch am Überlegen, wie ich das weiterführe und ich werde jetzt wohl die nächsten Tage erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Eigentlich ist es ja noch das Hauptprojekt auf dem Kanal hier und ja, da ist es sicherlich auch angebracht, mal ein bisschen, dass ich mir ein paar mehr Gedanken mache dazu, ne? Und ja, genau das wird eben jetzt die nächsten Tage geschehen und lol, hier ist einfach noch so ein Smaragderz versteckt. Ja, und wie gesagt, das dauert halt einfach eine Weile. Muss ich mal gucken, wie das Ganze so wird. Und ich werde mich dann zurückmelden. Ich wollte sowieso jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich etwas weniger aufnehme vielleicht. Weil es ja doch schon ziemlich viel auch war an sich, an Vorproduktionen. Und ja, da kann ich ja jetzt mal auch mich ein bisschen zurücklehnen, sag ich mal. Ne? Und einfach mal 5 Grad sein lassen oder so. Ja, und dann mal schauen. So, ich bin auf jeden Fall gespannt noch auf die Zukunft hier. Und ja, was hier noch so passiert, auch mit Nekrug und so. Ja, es sind natürlich auch noch jetzt neue Mitspieler dazugekommen, die will ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie demotivieren, dadurch, dass ich aufhöre oder so. Da will ich natürlich dann schon noch aktiv bleiben, ne? Aber ja, mal gucken, ob es jetzt was wird oder nicht. Ja, mal gucken, ne? Also, ich wollte es nur schon mal gesagt haben, so ein bisschen, dass ich eben erstmal etwas weniger Motivation habe, aber das heißt ja noch nicht, dass ich aufhören will. Ich habe auch schon im Stream gesagt, das ist jetzt nur so eine vorübergehende Sache und ist nicht gesagt, dass es jetzt für immer ist, dass ich gar keine Lust mehr habe, sondern das kommt wahrscheinlich dann bald wieder, wenn ich eben ein bisschen Pause habe, ein bisschen reflektiert habe. Und ich habe mir jetzt heute auch extra nochmal so eine kleine Liste geschrieben. Oder warte mal, ich mache das lieber von hier. Weil sonst denken oder wissen gleich alle, dass ich hier im Gamer 3 rumfliege schon wieder. Ja. Ich habe auch heute mir im Stream oder nach dem Stream nochmal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich hier machen möchte als To-Do-Liste. Und das fand ich auf jeden Fall auch gut, weil dann habe ich zumindest so einen ja, Orientierungspunkt, woran ich mich langhangeln kann sozusagen, wenn ich dann ja, entsprechend hier weitermache irgendwann in 2 Wochen oder so. Keine Ahnung, wie lange ich mir Pause nehme jetzt. Und ich denke mal, das ist auch ganz gut, dann so ein bisschen eine Orientierung zu haben immer. Und ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal in Gamer 3, ich habe jetzt hier keine Lust drauf. Und ich werde mich dann gleich mal offscreen nach Hause noch TP'en
Und ja, wir können mal hier die Koordinaten auch speichern, obwohl wir haben ja das eigentlich, ich habe das über Locate, kann man das ja auch machen, ne? Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück. Danke fürs Zusehen und ja, schreibt mal eure Meinung rein. Und ja, eine Sache noch, ich habe natürlich nicht nur über Locate das gemacht, falls ihr das jetzt so verstanden habt, sondern ich habe hier wirklich 10 Enderaugen bestimmt verbraucht, um hierher zu gelangen. Und habe dann nur am Ende nochmal Locate gemacht, als ich eh schon kurz davor stand. Aber ihr könnt ja den Stream euch angucken, das war Stream Nummer 3 auf Twitch, ist jetzt ja schon eine Weile her. Ja, und da ist das passiert, ne? Auf jeden Fall wurde da nicht allzu viel gecheatet und ich habe ja schon über 20 Minuten gesucht danach, ne? So ist es ja nicht. Gut, dann jetzt auch. Tschüss.